Wir hatten uns ja auch darauf vorbereitet, wir werden verboten werden, werden da irgendeinen Weg finden, wie wir weiter existieren können. Und hatten die Mitglieder, nicht alle, alle unsere Mitglieder, damals so in Fünfergruppen aufgeteilt und einer hatte mehrere Fünfergruppen unterhalten. Später haben wir das auf Dreiergruppen gemacht, weil da das übersichtlicher wurde und die Zusammenkünfte nicht einer mehr so viel kannte, wer da noch mit illegal tätig war. Wir wurden ja da auch verboten, Fichte, und die weitere Tätigkeit war ja illegal da, ne? Wir hatten nachher die Leitung von Tempelhof von Fichte bei uns in der Wohnung, solche Musikzirkel. Meine Schwester spielte Geige und wir spielten Mandoline. Im Hause freuten sie sich, oh, da sind die Musikanten wieder da. Und dort entwarfen wir Flugblätter und organisierten auch die Arbeit, die Zusammenkünfte und all diese Probleme, die sich daraus ergaben. Vielleicht noch eins. Vor dem 1. Mai 1933 rief die Gewerkschaftsführung, also vom Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund, auf, die Arbeiter sollten am 1. Mai auch zum Tempelhofer Feld gehen. Das war, so empfanden es die meisten Gewerkschaftler, als ein Verrat. Wir sind mit den Rädern rausgefahren am 30. April und haben unsere Maifeier draußen gemacht. Und sind dann zurückgekommen, vielleicht auch so eine typische Sache, haben irgendwo am Sametsee sind wir eingekehrt, haben da was zu getrunken und gesungen. Und das gefiel den Leuten so. Und da sagte einer, gut, ich gehe mal sammeln. Und das Geld, was wir dort gesammelt hatten, haben wir verwendet für die Rote Hilfe. So konnte man auch manchmal auf eine bestimmte Art und Weise was finanzieren. Das haben auch SA-Leute haben da auch Geld gegeben, die gerade von der Ostsee kamen. Nee, also das war, also.